Soweit zu dieser Unterrichtseinheit, die sich mit Prozeduren, Funktionen beschäftigte und insbesondere das Parameterkonzept eingeführt hat. Nun zur Zusammenfassung noch mal kurz. Was ist eine Prozedur? Eine Prozedur ist ein Teil eines Programms, das eine in sich abgeschlossene Aufgabe löst. Früher sagte man da auch zu, in anderen Sprachen, Unterprogramm oder Subroutine. Eine Funktion ist ein Teil eines Programms, das durch die Ausführung von Anweisungen einen Wert berechnet. Ein Parameter ist eine funktionslokale Variable, deren Initialwert jeweils beim Aufruf der Funktion berechnet wird, also nicht bereits bei der Definition der Funktion angegeben werden muss. Der Gültigkeitsbereich ist der Teil eines Programms, in dem auf eine Variable bzw. Funktion zugegriffen werden kann. Und die Lebensdauer ist die Zeitspanne, während der Speicherplatz für eine Variable reserviert ist.